Oh, guck mal, der große Ben. Nicht. Irgendwas anderes. Oder war er das? Das war er. Hm. Puh. Jedenfalls, die sind in London. Das erkennt man auch an diesem schönen Bus hier. Und an dem Linksverkehr. Und an den Menschen, die da so rumlaufen. Ach, sowas gibt's in Deutschland nicht. Nein, Quatsch. Menschen gibt's ja auch. Das könnt ihr mir glauben. So. Ja. Hier ist dann die Wohnung. Das ist ohne Zweifel das Gebäude, in dem Dr. Schrader wohnt. Aber welche Wohnung ist nun die richtige? Das fürchte ich, weiß ich nicht. Aber nun, wo ich mich rückbesinne, Dr. Schrader erwähnte da etwas in einem, in seinem Schreiben. So. Des Doktors Wohnung. Oh, das kostet schon, nee, das bringt uns schon 15 Pikarat. So, jetzt müssen wir hier was einkreisen. Finde Dr. Schraders Fenster durch die Hinweise in seinem Brief. Morgens erwache ich oft zum sanften Klang von Musik aus einer nahegelegenen Wohnung. Ich blicke aus dem Fenster auf eine Flagge, die vor dem Fenster flattert. Schlürfe meinen heißen Tee und genieße die Morgensonne auf meinem Gesicht. Den Untergang kann man nur noch... Nee, den Sonnenaufgang. Wie komme ich auf Untergang? Den Sonnenaufgang kann man nur noch von wenigen Wohnungen Londons aus sehen. Das heißt, das Fenster muss beleuchtet sein. Da hätten wir einmal dieses, dieses und diese beiden hier. Man sollte vorsichtig sein bei diesem Rätsel, denn manche Leute neigen dazu, nur diese vier Fensterchen zu sehen. Aber diese sechs hier gehören auch noch dazu. Da sollte man wirklich vorsichtig sein. So, okay, also es ist eine Flagge und Musik kommt aus dem Nebenraum. Das hier ist übrigens keine Flagge, das ist ein T-Shirt, das da weht. So, hier kommt keine Sonne hin. Und hier haben wir eine Flagge, also muss es das hier sein. So. Denn das mit dem Radio ist ja daneben. Irgendwo. Nochmal hier. So, bitteschön. Kein Rätsel ohne Lösung. Kein Rätsel ohne Lösung, genau, genau. Richtig, richtig, wir haben es geschafft. Löst jedes Rätsel. Ja, ja. Als ob ich ein Gentleman wäre. Hallo, ich bin Let's Player. So. Das Rätsel hätten wir auch gelöst. Einen Moment noch, Luke. Bevor wir hineingehen, will ich noch über die Verwendung des Koffers mit dir sprechen. Ja, ja. Um ihn zu berühren, um ihn zu öffnen, berühre ihn und da drin sind Sachen und dann gibt es da auch den Rätselindex und dann sind da wieder Sachen und dann kommen wir zurück. So, ich will aber den Koffer jetzt nicht öffnen, ich will den da ansprechen, so. Guten Morgen, ihr beiden. Euch habe ich hier ja noch nie gesehen. Soll ich euch einen Tipp geben? Passt mal auf, seht ihr den Briefkasten dort? Berührt ihn doch mal. Ha, eine Hinweismünze. Boah, geil. Okay, glänzend. Das Ding, das ihr gerade gefunden habt, nennt man eine Hinweismünze. Und die kann man für Hinweise ausgeben. Ich glaube, dadurch, dass ich das Spiel ja vorher schon spiele, werde ich nicht so viele Hinweismünzen brauchen. Ich werde natürlich alles nach Hinweismünzen durchsuchen. Ich kann nicht versprechen, dass ich alle finden werde. Ich glaube, ich werde sowieso nicht alle in diesem Spiel finden. So, irgendwo war hier doch bestimmt noch eine. Irgendwo. Irgendwo! Okay, dann eben nicht. Hier ist keine Hinweismünze, nicht mal... okay, dann gehe ich da rein. So, da gibt's ein Rätsel. Hier wohnt Dr. Schrader, kein Zweifel. Dr. Schrader, sind Sie zu Hause? Hier ist Herschel Layton. Sind Sie da, Herr Doktor? Hallo? Da drin ist das Mucksmäuschen still, Professor. Er wird doch nicht... Keine Zeit für Spekulationen, Luke. Wir müssen diese Tür aufbekommen. Aber sie ist ganz offensichtlich abgeschlossen. Ohne Schlüssel werden wir da nie hineinkommen. Oh, wie zerstreut ich doch bin. Das hatte ich ja ganz vergessen. Professor Layton und vergessen... Oh, das hätte ich ja nicht gedacht, dass er das kann. Der gute Dr. Schrader hatte mir doch diese drei Schlüssel mit ins Briefkuvert gelegt. Ja, das sind sie. Oh, darf ich die mal ausprobieren? Gewiss öffnet einer davon die Tür. Wie, aber es passt ja kein einziger Schlüssel ins Schloss. Ist ja komisch. Luke, es ist doch sonnenklar. Dr. Schrader hat ein weiteres Rätsel für uns vorbereitet. Oh. Was sie für Geld haben müssen, um sogar mit Schlüsseln Rätsel zu machen. So, ja, zeigen wir nochmal hier. Funktioniert wirklich nicht. Klick, klick, klick.
So, funktioniert auch nicht. Klick, klick, klick. Und klick, klick, klick. Funktioniert einfach alles nicht. So, was denn, wenn wir jetzt... Klick, klick, klick. Dreh. Tja. Kommt's drauf an. Darauf muss man erstmal kommen, dass man die Dinger umdrehen kann. Das war viel zu leicht. Genau, so passt er. Na, hast du gleich erkannt, dass der vermeintliche hintere Teil des Schlüssels ins Schlüsselloch gehört? Niemals voreilige Schlüsse ziehen. Das ist die Maxime eines wahren Rätselkenners. Aha. Ja, ja. So ist das. Okay. Boah, jetzt kommen sie da rein und was sehen sie? Offenes Fenster und Dr. Schrader am Boden. Ja. Professor! Nein, Andrew. Sein alter Lehrmeister. Och nö. Nein, Dr. Schrader. Wie konnte das nur geschehen? Wie furchtbar, Professor. Glauben Sie, dass Dr. Schrader von der Schatulle der Pandora? Ich weiß es nicht, Luke. Aber das muss warten. Zuerst müssen wir die Polizei verstecken. Hurra, die Polizei! Natürlich, Professor. Oh, ich liebe die Polizei in diesem Spiel. Oh, was ist denn das? Aha. Eine Zugfahrkarte für den Molentary Express. Aber schauen Sie nur, es steht gar kein Reiseziel darauf. Wie eigenartig. Haben Sie je eine Fahrkarte gesehen, auf der kein Ziel geschrieben stand? Ja, das nennt man dann Druckfehler. Das ist in der Tat äußerst merkwürdig. Pff, Rätsel Nummer 2. In Dr. Schraders Wohnung fand sich eine Zugfahrkarte, auf der kein Ziel geschrieben steht. Sie scheint für den Molentary Express zu sein. Doch wohin führt die Reise mit der Fahrkarte? Mal gucken. Ah, oh, meine Lieblingsfigur! Oh, guck mal, und sein Kumpane. Wecker! Das ist doch... Inspektor Chenley, Scotland Yard. Sie haben also die Leiche entdeckt? Geil, wie lang man sein Gesicht ziehen kann. Direktor Lauschebeck! Luke, das ist dein Gesicht! Los! Luke, du! Einfach nur geil. Oh je, sein Gesicht! Es lässt sich gar nicht... Das ist der echte Inspektor. Ja, warum hat Luke versucht, dem jetzt irgendwie am Gesicht zu ziehen? Das kann ich erklären aus dem ersten Teil. Dort war nämlich Inspektor Chelmy der verkleidete Don Paolo. Und ja... Und deswegen dachte Luke halt, das ist wieder Don Paolo und der will Layton ans Leder und... Ja. Andererseits... Der will dem eher an den Seidenanzug oder was auch immer. Du frecher Lümmel! Was zerrst du an meinem Gesicht herum wie ein Klammeraffe? Also so werde ich den sicherlich nicht synchronisieren, wie er jetzt spricht. Das kann ich schon mal versprechen. Inspektor, ich dachte, dass es wieder eine Verkleidung wäre. Was faselt der Bengel da? Die Jugend von heute hat wirklich keinen Sinn mehr für Anstand. Ja, so ist das halt. Die Jugend von heute hat gar keinen Sinn mehr für Anstand. Och, das geht ja mal gar nicht, ne? Bitte verzeihen Sie den Vorfall. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Herschel Layton. Ich bin Professor der Archäologie an der Gressenheller Universität. Und ich bin Luke, sein Lehrling. Das ist doch... Was halten Sie sich denn so einen Dreikäse hoch als Lehrling, hä? Das ist ein Missverständnis. Er ist eigentlich bloß... Professor Laytons Lehrling, wie ich schon sagte.
Ja, da muss er unbedingt drauf bestehen, sonst hält ihn jeder für Professor Laytons Sexsklaven, wie ich ja schon mal erwähnt hatte. Hm. Na, im Grunde ist mir das auch völlig einerlei. Schauen wir uns lieber mal den Ort des Verbrechens an. Gehen Sie aus dem Weg. Aber bitte. Luke, kein Wort über die Fahrkarte, ja? Verstanden, Professor. Was hat sich hier zugetragen? Na, da ist jemand gestorben halt, so. Oder hat das Opfer gar selbst die Tat verübt? Herr Inspektor, als Luke und ich hier eintrafen, war die Wohnungstür abgesperrt. Aha, diese Tür, der einzige Zugang zur Wohnung im achten Stock, war also fest verriegelt. Das heißt, der Doktor hatte sich hier völlig vom Rest der Welt zurückgezogen, ja. Somit, ja, das ist es. Kein Zweifel. Der alte Kauz muss einem Herzanfall erlegen sein. Ja, fertig. Fall gelöst. So, wir können dann mal wieder alle gehen. Let's Play ist zu Ende. Was? Wie kommen Sie denn da raus? Verdammt doch nicht. Denk mal nach, mein Junge. Was für eine Erklärung soll es denn sonst geben? Aliens sind durch sein Fenster eingebrochen und haben ihn entführt. Natürlich. Herr Inspektor, es stimmt, dass die Wohnung im achten Stock liegt und fest abgeschlossen war. Aber das heißt keinesfalls, dass sich niemand hätte Zugang verschaffen können. Wie gesagt, Aliens. Ach nein. Dann erzählen Sie doch mal. Ganz einfach. Wir haben ein wichtiges Detail an diesem Tatort übersehen. Bitte? Es befindet sich quasi genau vor Ihrer Nase. Pah! Ihr Akademiker glaubt doch, dass ihr die Weisheit mit Löffeln... Heutzutage will wohl wirklich jeder Hinz- und Kunstkommissar spielen. Pappalapapp. Die Todesursache war Herzversagen. Und dort sehen Sie den Täter. Oh, es war doch kein Alien, schade. Es handelt sich um ein Modell eines Chronosaurus, wie mir scheint. Von mir aus. Diese Drachenfratze würde jeden das Fürchten lehren. Folgendes hat sich abgespielt. Als der Alte das Licht einschaltete, da glotzte ihn das Knochenvieh an. Klappe zu, Lichter aus. Aber Dr. Schrader wohnte doch hier. Wieso sollte sein eigenes Modell ihn so erschrecken? Im Alter spielt das Gedächtnis eben nicht mehr so ganz mit. Aber davon verstehst du nichts, mein Kleiner. Ah, okay. Motiv Altersdemenz. Ja, das ist das Logische, was geht. Ja, natürlich. Naja, vielleicht haben Sie recht. Die Sache will mir wirklich nicht einleuchten. Nun denn, mein lieber Leutsam. Layton, was ist denn Ihre gebildete Meinung dazu? Ich will Ihre Vermutung gewiss nicht leichtfertig von der Hand weisen. Allerdings war das Licht aus, als wir den Raum betraten. Wir müssen also eine andere Erklärung suchen. Oho, der neunmal kluge Layton hat ganz toll aufgepasst. Unbedingt. Schauen Sie sich doch einmal um, Herr Inspektor. Fällt Ihnen nichts Ungewöhnliches auf? Was meinen Sie, Professor? Schau dir dieses Zimmer genau an, Luke. Ich bin ganz sicher, dass du es auch bemerken wirst. Nächstes Rätsel. So. Ist hier denn irgendwas außer diesem Ding? Das Ding meine ich aber nicht. Das ist... Es ist ja schließlich was anderes. So, bitte zeichne den Kreis nochmal. So. Mach ich nicht. Ist hier denn irgendwas? Ich weiß es natürlich, aber wir wollen mal gucken. Vielleicht fällt uns noch was Schönes, was hier auf. Ja, klar. Da. Ein Sarkophag. Hat aber irgendwie nichts damit zu tun. Da ist er! Da! Das ist mir aufgefallen! Ein Layton! Ja, okay, ich zeichne den Kreis nicht nochmal. Hm. Was ist denn sonst noch da? Da! Und ein Inspektor Chalmy, natürlich. Der war vorher noch nicht da. Also, als die Tat verübt wurde. Also musste er irgendwie nichts damit zu tun haben. Ja. So, und jetzt sind wir an dem Teil des Raumes, an dem sich das befindet, was wir suchen. Und zwar der Hinweis. Ich gebe ein paar Sekunden Bedenkzeit für die Leute, die es selber rausfinden wollen, und dann zeige ich's.